allerbeste Pizzabäcker auf der ganzen deutschen Welt. Ich bin sicher, dass ich Cäsars Pizzabackwettstreit morgen gewinnen werde. Ja. Ich schmeiß dir einen Schuh ins Gesicht, wenn du nicht gewinnst. Ich will endlich aus diesem Loch raus. Keine Sorge, Tante Pasta. Wenn ich den Wettstreit gewinnen sollte, wird man mich zum offiziellen persönlichen Pizzabäcker von Cäsar ernennen. Haha! Und wir beide haben dann so viel Geld, wie wir wollen. Na schön, Alfresco, dann gehe ich jetzt ins Bett und werde davon träumen, eine Menge Lire auszugeben. Warte auf mich, Tantchen. Ich decke dich noch zu, während meine Pizzas im Ofen fertig backen. Meine Schlümpfe, wir haben wieder unser Dorf verpasst, fürchte ich. Ich bin froh, dass ich diese Hausmannskost nicht verpasst habe. Das ist die beste rote Soße, die ich kenne. Komm, jetzt suchen wir die anderen, bevor uns ein menschliches Wesen findet. Beeilt euch, meine Schlümpfe! Ah, wie kommen wir hier runter? Ich habe eine Idee, Papa Schlumpf. Guter Einfall, Handy. Torti, wir gehen. Torti! Ich komme, Papa Schlumpf. Ich wollte nur noch ein bisschen mehr von dieser köstlichen roten Soße probieren. Ah! Gehen wir. Papa und Torti kommen als Nächste. Großer Schlumpf, und was passiert jetzt? Pass auf, er fällt! Torti! Oh, war das köstlich! So, jetzt kommt der angenehme Teil meiner Arbeit. Schnell, versteckt euch, meine kleinen Schlümpfe! Ich werde jetzt meine Pizza probieren. Bella, Bella! Meine glühend heiße Pizza ist die beste auf der ganzen feinen Welt. Magnifico! Aber vielleicht tue ich auf die nächste ein bisschen mehr Knoblauch. Wie gut, dass ich noch genug in meiner Vorratskammer habe. Torti, komm runter, die Luft ist rein. Ich komm gleich runter, Papa. Aber erst, wenn ich diese himmlische Pizza probiert habe. Alles, ich backe noch eine Testpizza, bevor der Wettstreit morgen beginnt. Dies hier wird die beste Pizza, die ich jemals gebacken habe. Schnell, wir müssen untertauchen, bevor dieser Mensch uns entdeckt.